Hallo Leute, hier sind wir wieder. Und huch. Huch, was hat er denn da wieder ausgekippt? Nichts Sein ausgekippt. Leben. Und nach wie vor, wie seither, im dritten Part, Oh, stimmt. Wir haben uns ja keins rausgesucht. verlesen wir ein Zitat. Und ja, das will ich einfach sagen. Nimm das da. Wir sind jetzt noch kurz bei der Suche nach dem ordentlichen Zitat. Okay, wir haben eins gefunden. Halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei. Frei. Deine Betonung im Beste. Okay, nochmal. Halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei. Und mache in dieser Zeit ein Nickerchen. Geh mal her. Ich lese mal vor. Von Abraham Lincoln, 16. Präsident der Vereinigten Staaten, geboren 1809, gestorben 1865. Ja, Attentat oder Verschwörungstheoretiker. Hä? Okay, schon. Wir reden hier nicht von John F. Kennedy, das ist Ah, Abraham Lincoln. stimmt. Nee, Abraham Lincoln wurde auch ermordet. Er hat die Sklaverei abgeschafft, Ja, Nico. Der der ist wurde. ganz normal gestorben, der Nee, Typ. der wurde auch ermordet in der Oper. Nee, der wurde in der Oper ermordet. Was laberst du, Kennedy Junge? wurde irgendwo erschossen auf der Straße Ja. oder so. Und der wurde auch erschossen in einem Theater. Wer sagt das? Ich lese dir seine Biografie und außerdem, gib mal kurz her. Jetzt lese ich das mal vor. Du weißt das mit dem Bettel, Ja. du. Halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei und mache in dieser Zeit ein Nickerchen. So, und das stimmt irgendwie auch nicht, weil ich auf Arbeit mindestens 3 Stunden penne. Und ich arbeite als Mechatroniker, also da. So, dann setzen wir hier mal unsere Aim- und Suchbots ab. So, ey, wusstest du das nicht? Nö. Mit Abraham? Ich weiß nur, dass John F. Kennedy erschossen wurde. John F. Kennedy wurde bei, glaube ich, irgendeiner Parade oder irgendetwas. Der wollte irgendwo rausgehen und dann wurde er erschossen von einem Genau. Schützen, der durch Kimmer und Korn geschossen hat. Nicht Kippe und Ko Nein. Was? Kippe und Kaffee. Mit Kippe und Kaffee. Das ist Time. Nein. Cool. Abraham Lincoln wurde in einem Theater erschossen. Das müssen wir irgendwann noch machen. Als Bonusmaterial, die Koop-Mission. Wenn ich einen neuen Rechner habe, ja. War es die dann nur an einer LAN-Verbindung oder wie war das? Wie eine LAN-Verbindung. Wir machen das über das Internet. Das wäre ein Multiplayer. Koop macht man an einer LAN-Verbindung. Nee, muss man nicht. Es gibt unterschiedliche Ach, Koop. ja, ich vergessen, wie es Ich war. bin sowieso kein Fan davon, so wirklich. Ich bin mehr der Fan von dem alten Koop, wo hier immer noch zwei Leute an einem PC saßen und der eine mit dem Controller oder beide mit dem Controller oder einer mit der Tastatur oder beide mit Tastatur. Das mag ich mehr. Aber naja. Ja, weil ich noch, wo wir damals immer Street Fighter Cross Tekken und ich, ja, Alex ist immer gerastet, weil er kann super spielen. Er macht super, er weiß Kombis, er. Dekontamination wird eingeleitet. Bitte stillhalten. Er weiß Kombinationen, er weiß sie einzusetzen, er weiß, wie man überhaupt spielt. Das ist also Rosettas Labor. Und ich? Endlich. Und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung. Wir sollen einen Codex zusammensetzen. Perfekt und Logisch. Nein. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Die haben sie in Stücke geschnitten? Oh mein Gott. Was für ein Scheißtag. Die haben sie zerschnitten? Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins. So, wolltest du was sagen? Ja, halt, und er ist immer ausgerastet, weil ich ihn besiegt habe, indem ich einfach. Irgendwelche. Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja, da drüben. Okay, mal sehen, ob ich es Wenn ich kann. sie zusammensetzt, kommt ein Nekromorph raus. Du musst hinten, Alex. Kommst du nicht durch?
dir was sagen. Er ist immer gefühlt, weil ich hab mit einfach wie wild auf den Controller eingeprügelt wie Sau. Oder einfach nur über die Tasten gedrückt und manchmal auch immer nur die gleichen, damit ich weiß nicht, wo sie was machen soll. Und ich hab damit gewonnen. Und ja. Okay, mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Irgendwann hat das deinstalliert, einfach nur weil Rage ist. Warte, ist das nicht aus auf dem Ladebildschirm? Wenn du weißt, was ich meine? Dieses. Jo, das sind die Rosetta-Teile. So, laut Unterlagen gibt es noch 4 weitere Stücke. Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat 3 Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in allen. Wie ich mitbekommen habe, waren die meisten Türen versperrt. Tja, dann ist heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Sicherheitspass. Willst du es probieren? Warum nicht? Ich habe gerade verstanden, noch nicht. Aber habt ihr euch mal die Untertitel durchgelesen? Super, danke. Finde alles darüber heraus, wie man durch das Zusammensetzen von Rosetta einen Codex herstellt. Ich sehe mich in den Laboren um und sammle den Rest von Rosetta ein. Nein. Du sammelst den Rest von... Nein, Alex. Mach das Bild in deinen Gedanken um wieder Au an und dann setzt das in diesen Kontext mit ein. Ich glaube, du willst sie nicht zusammen, oder? Dekontamination wird eingeleitet. Bitte stehen halten. Nicht los. So, sorry. Nach unten. Offensichtlich hat diese Einrichtung 3 Hauptgebäude. Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt's noch eins für Paläontologie und eins für geologische Studien. Welches soll ich mir zuerst ansehen? Egal. Sei nur vorsichtig. Warum? Meinst du, da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Isaac, Ende. Das Ding zwischen den Beinen weg. Hey, geil. Meinst du, dass mich da draußen etwas fressen will? Nein. Warum auch? Spaß. Biology, ab jeder der Federn. Nein. Komm an, verweste Wände. Okay. Da müssen wir, denke ich mal, noch lang. Irgendwie kriegen wir das schon noch weg. Alter. Hier sind überall eklige Wucherungen, die auch einen Teil der Durchgänge blockieren. Sind sie organisch? Hier steht nämlich, dass es ein Sterilisationssystem gibt, das bei einer Isolierungsstörung organisches Material zerstören kann. Ich seh's mir mal an. Du siehst dir alles mal an, wie es aussieht. Und mehr Skillpots. Gas. Gaspumpe offline. Wir gehen weiter. War klar, dass die Gaspumpe offline ist. Ist sie immer. Oh, ein Textlog. Haben wir lange nicht mehr. Naja, ihr wisst ja, stoppen und durchlesen. 2 Nachladen, 1 Clip. Ist das Zeug. Oh. Aufzug deaktiviert. Das ist halt nicht so das war.
Aufzug online. Aufzug deaktiviert. Aufzug online. Nach die ersten 70 dazu. Aufzug deaktiviert. Aufzug online. Mach mal die ersten 70 weg. Mach mal, ja, mach zurück. Mach die ersten 70 weg. Aufzug deaktiviert. Aufzug online. Aufzug deaktiviert. Aufzug online. Aufzug deaktiviert. Aufzug online. Ja, mein Leute. Hat ordentlich gedauert. Wir meinen auch mit dem perfekten Kopie. Der Motor das Ding treffen die zwischen die durch. Drück mal einmal Q. Wir haben genug. So. Na, da war grad was. Wo denn? Na egal. N-Wandler. So, dann werden wir wohl mal das Gas anbieten. Noch in dieser Folge? Hoffe ich. Ja, natürlich. Ihr wollt doch alle sehen, wie es endlich stört. Kassativ. Gib uns Munition. Sterilisationssequenz wird eingeleitet. Schaut hin, Leute. Alter. Wie Sie sehen, sehen Sie hier. Es sieht aber schön aus. Tja, Leute, es ist sauber. Nein, ist nicht. Doch ist. Und dreckig. Und kaputt. Und was uns hier erwarten wird, in diesem schaurigen, dunklen Nebel, erfahren wir in 3 Folgen. Erfahren wir in den nächsten Parts. Auf Wiedersehen.